Habsburgs Frauen. Welchen Einfluss hatten sie auf den Lauf der Geschichte? Was vermochten sie aus dem Hintergrund zu bewirken? Welche Opfer mussten sie für ein Leben auf einem fremden Thron bringen? Von Habsburgs Königreichen in Spanien, Neapel, Sizilien und Frankreich bis hin ins ferne Brasilien und Mexiko bestiegen Herrscherinnen den Thron. Ein ehrgeiziger Erzherzog, eine nicht minder ambitionierte Ehefrau und die Verlockung einer exotischen Krone. Das ist der Stoff, aus dem Tragödien sind. Maximilian von Mexiko. Er reitet den dunklen Kapitel seiner Familiengeschichte ein weiteres hinzu, als er sich auf sein mexikanisches Abenteuer einließ. Sein spektakulärer Tod vor einem mexikanischen Standgericht verdeckte aber lange, welche Rolle seine Frau bei diesem Drama gespielt hat. Charlotte von Belgien war die einzige Tochter des berüchtigten belgischen Königs Leopold. Aber wegen ihrer hohen Mitgift galt sie als eine der besten Partien Europas. Und doch hatte sie als Ehemann nur den jüngeren Bruder Kaiser Franz Josefs bekommen, ohne reale Aussichten auf einen Thron. Und als dann das verlockende Angebot kam, in Mexiko den Kaiserthron zu besteigen, da konnte das Traumpaar nicht widerstehen. Charlotte und Maximilian stürzen sich in das tödliche Abenteuer. Am Wiener Kaiserhof fällt Charlotte von Belgien als neue Gemahlin des Kaiserbruders schnell durch ihren Ehrgeiz auf. Doch herrschen tun andere, nämlich Kaiser Franz Josef und seine Sissi. Von Anfang an hat Charlotte Schwierigkeiten, sich mit ihrer Position in der zweiten Reihe hinter dem Wiener Kaiserpaar abzufinden. Charlotte und Maximilian sind wie zwei chemische Elemente, die erst zusammen reagieren. Beide sind ehrgeizig. Sie hat das Herrschergen, er tendiert eher zum Philanthropischen. Gemeinsam brüten sie an ihrem Traum von Größe. Am Wohnsitz des frisch vermählten Paares in Schloss Miramar in Triest soll genau diese Sehnsucht gestillt werden. Napoleon III. Lockt mit einem Angebot: der Kaiserkrone von Mexiko. Von seiner ehrgeizigen Gemahlin Charlotte angetrieben, reagiert Maximilian auf das Offert und nimmt es an. Was zu diesem Zeitpunkt beide nicht wissen: die Bewerbung um den mexikanischen Thron soll zu einem dornenvollen Opfergang werden. Denn Mexiko ist politisch und sozial ein Pulverfass. Mexiko war ein heißer Boden, das war dem Wiener Hof durchaus bewusst. Entsprechend warnte Franz Josef seinen Bruder auch, das Angebot auszuschlagen. Maximilian schwankt zwischen den Warnungen seiner Familie und dem Drängen seiner Frau. Sie will Kaiserin werden und das ist ihre Chance. Charlotte ist polyglott, redegewandt und hochgebildet. Eloquent und scharf im Argument redet sie auf ihren Mann ein, bis dessen Zweifel gewichen sind. Nach einem halben Jahr Bedenkzeit nimmt er die Herausforderung an. Es geht nach Amerika. Thank you.
Über das exotische Land, das sie regieren sollen, wissen beide nicht viel. Glücklich zieht Charlotte in die ihr unbekannte Welt, als Maximilian 1864 zum Kaiser von Mexiko gekrönt wird. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir hier sind. Das Meer, die Luft, all diese Pflanzen. Es ist hier wie ein exotisches Schönbrunn. Doch schon die Vorgeschichte hätte die beiden stutzig machen müssen. Der vakante Herrscherthron war die Folge einer französischen Militärintervention. Mexiko, vom Bürgerkrieg ausgeblutet, hatte seine Schulden in Frankreich nicht mehr bedienen können. Folglich war Napoleon III. Dort mit seinen Truppen eingerückt. Und weil er jemanden gesucht hatte, der ihm das ferne Land regierte, wandte er sich an Maximilian. Glückliche Konstellationen sehen anders aus. Um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen, unternimmt Kaiser Maximilian eine Rundreise durch die mexikanischen Provinzen. Während seiner Abwesenheit regiert seine Frau Charlotte. Doch im Jahr 1866 braut sich über dem Kaiserreich Mexiko neues Unheil zusammen. Immer öfter treffen in Frankreich Todesmeldungen ein. Und die Bevölkerung befindet, dass sie bereits genügend Opfer für jenes ferne Land gebracht hat, das sie nichts angeht. Und so zieht Napoleon seine Truppen aus Mexiko ab. Und Maximilian versucht vergeblich, sich mit dem Revolutionär Benito Juárez zu arrangieren. Warum schaust du so ernst? Mach dir keine Sorgen. Sorge bereitet mir Benito Juárez. Er hat bereits sehr viel Macht hier. Was, wenn das Volk lieber ihn als Herrscher möchte? Ach, hör auf. Wir beide haben für dieses Land viele Opfer gebracht. Wir sind nun Kaiser und Kaiserin von Mexiko. Vergiss das niemals. Kaum aus der Taufe gehoben, droht das Kaiserreich auch schon wieder zusammenzubrechen. Napoleon verliert das Interesse an seiner Marionettenregierung und lässt das Kaiserpaar im Kampf gegen die revolutionäre Bewegung allein zurück. Aus der Verzweiflung heraus fällt Maximilian nur eine Lösung ein: Rücktritt. Doch abzudanken kommt für Charlotte nicht in Frage. Entschlossen packt sie ihre Koffer, aber nicht um aufzugeben. Im Gegenteil, sie eilt nach Frankreich und will direkt mit Napoleon und dem Papst verhandeln. In Paris bittet Charlotte Napoleon III. Um Unterstützung. Das Gespräch gestaltet sich schwieriger als von Charlotte erwartet und es ist mit ihrer Geduld schnell vorbei. In dieser Auseinandersetzung verliert sie alle Beherrschung. Zorn und Verzweiflung brechen aus ihr heraus. Schluchzend bricht sie in einer Ohnmacht zusammen. Dank ihres kämpferischen Naturells rafft sich Charlotte wieder auf und konferiert mit Bankiers und Wirtschaftsexperten. Trägt ihnen Ideen vor, die weit mehr dem Reich der Fantasie als dem der Wirklichkeit entsprechen. Schon zu diesem Zeitpunkt kommen Zweifel an Charlottes Geisteszustand auf. Es scheint, als verkrafte ihr Verstand die Niederlage nicht. Noch im selben Jahr reist sie nach Rom weiter, um beim Papst um Unterstützung zu bitten.
mit dem Entwurf für einen Vertrag zwischen dem Vatikan und Mexiko ausgerüstet, kniet Charlotte zu Füßen des Heiligen Vaters. Ihre Bemühungen bleiben erfolglos. Sie erleidet einen schweren Nervenzusammenbruch und kehrt nie wieder nach Mexiko zurück. Mit Hilfe ihrer Familie wohnt sie danach in verschiedenen belgischen Schlössern, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Regelmäßig schreibt sie Briefe an ihren Gatten, doch Maximilian wurde schon 1867, ein Jahr nach ihrem Papstbesuch, von den Aufständischen festgenommen und erschossen. Man sagt, sie habe bis zu ihrem Tod geglaubt, amtierende Kaiserin Mexikos zu sein. Charlotte von Belgien ist nicht die einzige Dame aus dem Haus Habsburg, die es in Lateinamerika auf einen Thron geschafft hat. Auch Maria Leopoldine von Österreich schreibt sich in die Geschichte dieses Kontinents ein, wenn auch unter ganz anderen Auspizien. Sie wird noch heute als Mutter der Unabhängigkeit in ganz Brasilien wie eine Nationalheldin verehrt. Aber sie ist auch neben Marie Antoinette die unglücklichste, die gequälteste, am tiefsten gedemütigte Tochter des Hauses Habsburg in der langen Reihe der Opfer auf dem Altar der Politik. Maria Leopoldine rechnet nicht mit einem kurzen und zutiefst unglücklichen Leben in der Ferne. Als sie mit ihrem Gemahl Dom Pedro, König von Portugal, ins ferne Land Brasilien aufbricht. Anfangs noch euphorisch, glaubt Leopoldine daran, dass ein Traum in Erfüllung geht. Sie kam an und sie war dann einmal für den Schwiegervater, es war der Portugiesenkönig, ja drüben, und für alle drüben das Symbol für ein neues Brasilien, die blonde Prinzessin aus Europa. Das war also, der Empfang war einfach enthusiastisch. Die Unterstützung des Volkes ist ihr also sicher. Und so avanciert sie schnell zur einflussreichsten Beraterin ihres Mannes. Während Dom Pedro die südlichen Provinzen des Landes bereist, führt Leopoldine als seine Vertreterin die Regierungsgeschäfte. Sie erkennt schnell, dass die absolute Monarchie als Staatsform überholt ist und setzt sich zunehmend für die Unabhängigkeit Brasiliens ein. Während sie versucht, das Land zusammenzuhalten, kehrt Dom Pedro mit einer neuen Frau von einer seiner Reisen nach Rio de Janeiro zurück. Die Reisebegleitung heißt Dona Domitilia und Dom Pedro führt sie sofort bei Hof offiziell als seine Geliebte ein. Um Leopoldine lächerlich zu machen, wird sie auf Pedros Veranlassung zur ersten Hofdame der Kaiserin ernannt. Der Erniedrigungen nicht genug, muss Leopoldine auch noch erleben, dass Domitilia dem Kaiser eine uneheliche Tochter schenkt und in den Hochadel erhebt. So sehr Leopoldine in ihrem Privatleben resigniert, so sehr wächst sie in ihrem politischen Tun über sich hinaus. Dom Pedro sieht sich immer mehr seinen Regentenpflichten nicht gewachsen und will nach Europa zurückkehren. Und in dieser entscheidenden Situation tritt Leopoldine auf das politische Parkett. Ihr ist klar geworden, dass die portugiesische Monarchie nur zu retten ist, wenn sie und ihr Gemahl in Brasilien bleiben. Auch wenn das für sie heißen würde, dass sie nie wieder ihre Familie und nie wieder ihr geliebtes Österreich sehen wird. Sie opfert ihre alte Heimat für die neue und erreicht dadurch ihr Ziel. Brasilien wird in die Unabhängigkeit entlassen, ein Einschnitt, der zu weiten Teilen auf diese Habsburgerin zurückgeht.
Im Jahr 1822 braut sich politisches Unheil über dem Land zusammen. Sao Paulo erklärt sich als selbstständig und so muss der Kaiser in die Stadt reisen. Und wieder kümmert sich die Kaiserin während seiner Abwesenheit alleine um die Staatsgeschäfte. Sie wollten einfach die Situation ausnützen. Was, da ist eine Habsburger-Prinzessin, die kennt sie vielleicht ohnehin nicht aus oder ist nicht stark genug oder nicht konsequent genug, dass sie das jetzt durchsteht. Da hat man sich dann getäuscht. Sie hat sich überlegt, das Ganze für und wieder und hat dann einberufen eine Staatsratssitzung und es wurde der Beschluss gefasst, Brasilien von Portugal für unabhängig zu erklären. Und diesen Staatsratsbeschluss hat sie unterschrieben. Bis heute gilt das Gelb der Flagge Brasiliens als Huldigung an die Habsburger Prinzessin Donna Leopoldina. Drei Jahre nach der Kaiserkrönung erkennt Portugal die Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonie an. Nur ein Jahr später, mit nur 29 Jahren, stirbt die habsburgische Kaisertochter, die ihr Leben für die Eigenständigkeit Brasiliens geopfert hat. Noch heute gilt sie im Herzen des Volkes als Mutter Brasiliens. Eine der vielen, die alles zurückließen für ein neues Leben in der Fremde, war Maria Carolina. Ihre Mutter, Maria Theresia, verheiratete sie mit dem König von Neapel, Ferdinand I., ein schwacher Herrscher, der sich von der gebildeten Habsburgerin nur zu gern bei den Amtsgeschäften beraten ließ. Diskret zog sie ihre Fäden, ohne dabei ihrem Mann die Würde zu nehmen. Doch die Zeiten stehen auf Sturm und Neapel wird einer der Brennpunkte des napoleonischen Kriegszugs. Und für Maria Carolina kommt bald der Tag, an dem sie aus dem Schatten ihres Mannes heraustreten muss. Die Region rund um den Golf von Neapel zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist mit seiner gesegneten Landschaft ein verlockendes Reiseziel. Doch die Staatsverschuldung ist gigantisch. Heer und Marine sind nur rudimentär vorhanden. Das Königreich liegt geradezu einladend vor jedem möglichen Aggressor da. Und mittendrin befindet sich Maria Carolina, 13. Kind von Maria Theresia. Nur nach außen hin beschränkt sie sich auf ihre Rolle als Mutter ihrer Kinderschar. In Wirklichkeit liest sie jedes Schriftstück, das ihr Gemahl Ferdinand I., König von Neapel, Sizilien, verfasst. Sie berät ihn bei jeder Entscheidung. Kein Zweifel, dass der Mann, der es nie gelernt hat, selbstständige Entschlüsse zu fassen, immer tiefer in die Abhängigkeit seiner energischen Frau gerät. Ja, Maria Carolina von Neapel-Sizilien war ein sehr interessanter Charakter. Ich finde, eine der interessantesten Habsburgerinnen, die es vielleicht gibt. Die Maria Theresia selbst hat gesagt, von all ihren Kindern, und das waren immerhin 16, ist sie diejenige, die ihr am ähnlichsten ist. Also sie war politisch sehr interessiert, war blitzgescheit, sehr ehrgeizig. Gleichzeitig war sie eine, die sich von niemandem hat was sagen lassen. Und sie geht noch weiter. Mit der Geburt des ersehnten Kronprinzen pocht die Königin auf ihr im Ehevertrag festgehaltenes Recht, an den Sitzungen des Staatsrats teilzunehmen. Sie tauscht amtierende Minister gegen Gesandte des Wiener Kaiserhofs aus. Mit diesen Maßnahmen und allein durch die bloße Unerhörtheit ihrer Einflussnahme in die Politik erweckt sie das Misstrauen von Spanien, Frankreich und später auch von England.
Napoleon nennt sie die gefährlichste Frau Europas. Doch mit der Französischen Revolution und der Hinrichtung ihrer Lieblingsschwester Marie Antoinette in Paris und der Machtübernahme Napoleons in Frankreich hat sie nur ein Ziel. Sie kämpft wie besessen gegen den Thronräuber, wie sie Napoleon öffentlich nennt, statt sich mit ihm zu arrangieren. Sie hat sich auch aktiv in den Vordergrund gestellt und ihren Mann da eher beiseite geschoben. Dem war das ganz recht, er wollte eh nicht regieren. Und man weiß auch aus Briefen, also nicht nur dieses gefährlichste Frau Europa, sondern auch sonst, dass dann Napoleon immer ganz klar mit ihr kommuniziert hat und über sie geredet hat. Und dieser ganze Kampf mit Napoleon war ganz klar, wenn er sagt, wir müssen dieses verbrecherische Weib vom Thron stoßen. Das ist der Kampf zwischen den beiden. Da hat der König, offiziell ist es der Ferdinand, aber im Grunde spielt das keine Rolle. Also da war sie wirklich an vorderster Front. Maria Carolina glaubt, dass 5 Millionen Einwohner sich verteidigen können, wenn sie es wirklich wollen. Mit ihren Durchhalteparolen kann sie sich jedoch nicht mehr gegen Ferdinand durchsetzen. Dennoch bleibt sie all die Jahre eisern in ihrer Haltung. Sie ist die einzige unter Europas Fürsten, die nicht ein einziges Mal mit dem Gedanken gespielt haben, freiwillig einen Fingerbreit nachzugeben. Aus ihrem Reich wird sie vertrieben. Zuletzt kämpft die Habsburgerin im Exil in Wien unermüdlich für ihre Rückkehr nach Neapel, das nun unter französischer Herrschaft steht. Napoleon krönt sich selbst zum König von Italien. Die endgültige Verbannung Napoleons auf die Insel St. Helena und die Rückgabe des Thrones an ihren Sohn Francesco erlebt sie nicht mehr. Maria Carolina stirbt 1814 auf Schloss Hetzendorf an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Geschichte von Habsburgs Töchtern an fremden Höfen liest sich wie eine Kette von Tragödien. Und zweifellos die tragischste Figur in dieser Reihe ist Marie Antoinette. Auch sie eine Tochter Maria Theresias, auch sie gegen ihren Willen verheiratet mit einem Bourbonen zu dem Zweck, den alten Erzgegner Frankreich ins Lager von Habsburgs Verbündeten zu holen. Das hätte ja auch geklappt, Wenn nicht die Französische Revolution dazwischen gekommen wäre. Marie Antoinette gilt gemeinhin als naives Partygirl, das nichts mitbekommen hat von dem Rumoren draußen im Volk. Von Wien nahm sie einen klaren Auftrag mit, ihren Mann in Habsburgs Sinn zu beeinflussen. Schloss Versailles, nahe Paris. Der französische Hof ist Neuland für die junge Habsburgerin. Vor allem das dortige Hofzeremoniell. Sparsamkeit, das Gebot der Stunde. Trotzdem zeigt sie sich schon von Beginn an opulent herausgeputzt. Außerdem glaubt das französische Volk, dass sie mehr die Belange der Habsburger durchsetzen will als jene der Franzosen. Marie Antoinette hat zwar keinen Ehrgeiz zu herrschen, lernt jedoch mit der Zeit, sich Vorteile für sich und ihre Günstlinge zu verschaffen. Ihre politische Einstellung übernimmt die unerfahrene Königin von Frankreich von ihrer Mutter, Maria Theresia. Thank you.
Regelmäßig bekommt sie vom Wiener Hof Briefe mit Anweisungen. Der Wiener Kaiserhof scheint in ihr eine Art Schläferin zu sehen. Als jemanden, der im ehemaligen Feindesland hinter der Fassade der Naivität die Heimatinteressen vertritt. Da verwundert es nicht, dass sie sich in Versailles überwacht fühlt. Ihr Mann, König Ludwig XVI., schenkt ihr als Zufluchtsort das Sommerschloss Trianon. Doch kaum wohnt sie in ihrem neuen Haus, beginnt sie kräftig den Besen zu kehren. Weg zunächst mit all den alten Leuten im Hofstaat, her mit den Jungen. Ob diese Amüsierkameraden von hohem Rang waren, ist weniger von Belang, was der Versailler Hof als skandalös empfindet. Die Zahl ihrer Feinde und Neider wächst. Bis heute hat Marie-Antoinette ja den Leumund, verschwendungssüchtig, modesüchtig gewesen zu sein. Und Marie-Antoinette hat das vielleicht etwas sehr ernst genommen. Andererseits hat sie sich dann Kleider aus Leinen schneidern lassen, um ihren ländlichen, in ihrem ländlichen Leben da diese auch zu tragen. Sofort gingen die Seidenweber in Paris auf die Straße und protestierten, weil die Königin sich so schlecht kleide und damit also den Absatz ihrer Stoffe in Frage stelle. In der Abneigung der Franzosen spielen auch Marie-Antoinettes wirkliche oder unterschobene Affären und die pornografischen Pamphlete eine große Rolle. Man dichtet ihr sexuelle Ausschweifungen und Affären an, lesbische Beziehungen und Lüsternheit. Das Volk nimmt die Propaganda des Adels begeistert auf. Das alles hat in der Situation vielleicht mehr Einfluss auf die Demontage des französischen Herrscherhauses als die Schriften der Aufklärer. Der Himmel über Paris verdüstert sich. Gehemmt in seinen Reformen und aus geheimer Feindseligkeit gegen den Hof, nennt der Finanzminister zum ersten Mal klare Zahlen. Jetzt weiß man das lang Verschwiegene. In 12 Jahren Regierung hat man sich mit 1 Milliarde Livre verschuldet, was heute einem Wert von 10 Milliarden Euro entspricht. Das Königspaar und vor allem Marie Antoinette ist als lupenreiner Verschwender entlarvt. Und das bei den Nöten des Volkes. Es gehört eigentlich schon zur Vorgeschichte der Französischen Revolution, dass man Kritik am französischen Königshaus üben wollte und sich eben an diesem persönlich ja so biederen und freundlichen König einfach nicht getraute, Kritik zu üben. Und deswegen war die Frau als Sündenbock sehr willkommen. Als es eng wird um den Königshof, entdeckt Marie-Antoinette ihr politisches Gen. Europas Großmächte sollen sich stark machen für den Erhalt der Monarchie, fordert sie. Das Echo ist überschaubar, sogar aus ihrer österreichischen Heimat. Der aufgeklärte Josef II. Legt dem französischen Kollegen nahe, auf die Reformforderungen seines Volkes einzugehen. Doch dafür ist es zu spät. Mit der Revolution und der Verhaftung des Königspaares endete auch dieses Kapitel habsburgischer Heiratspolitik in einem Desaster. Nicht nur der Traum von einer österreichisch-französischen Allianz war ausgeträumt, sondern auch eine habsburgische Kaisertochter stand kurz vor dem Schafott. Eine beispiellose Demütigung für das Wiener Herrscherhaus. Es waren jene Monate, in denen Marie-Antoinette an politischem Profil gewann. In der Haft wurde sie zur prononcierten Gegnerin der Revolution und versuchte gar, die habsburgische Militärmaschinerie gegen das revolutionäre Frankreich zu dirigieren. Die Königsfamilie ist gezwungen, Versailles zu verlassen und wird nach Paris in den Tuilerienpalast gebracht. Ludwig versinkt in Apathie. Während Marie-Antoinette zu politischer Hochform aufläuft.
als Person, glaube ich, ist sie dann noch mal sehr gereift in den letzten Jahren der Revolution. Denn sie selbst hat ja auch gesagt, also im Elend erkennt man, wer man ist. Und das sieht man, glaube ich, so an ihren letzten Lebensmonaten auch sehr gut, wie sie dann doch ihr Schicksal sozusagen annimmt und sehr gefasst und mit dem ganzen Stolz, kann man sagen, einer Person, die weiß, dass sie aus einer der ersten Dynastien Europas stammt, mit diesem ganzen Stolz dann eben auch aufs Schafott geht. Es ist heute schwer zu sagen, ob es einfach der Mut der Verzweiflung war oder die ernst gemeinte Hoffnung, die Zügel in Frankreich noch einmal in die Hand zu nehmen. Aus der Haft heraus beginnt Marie Antoinette, sich gegen die Revolutionäre zu verschwören. Genau das macht ihr das Revolutionstribunal zum Vorwurf, als man ihre Todesstrafe verhandelt. Den Beweis, dass sie Recht gehabt haben, finden erst viel später die Historiker in den Akten. Doch dem Tribunal reicht schon der Verdacht für die Verurteilung. Dazu die bekannte Kritik an ihr, Millionen für ihre Günstlinge verschwendet oder nach Österreich verschoben zu haben. Die Geschworenen entscheiden einstimmig auf schuldig und verurteilen sie zum Tod. Die Hinrichtung findet 1793 statt. Marie Antoinette wird auf dem Revolutionsplatz enthauptet. Am Ende fungiert sie als ein opulent herausgeputzter Sündenbock in einem seit langem heruntergewirtschafteten Reich. Als heimliche Herrscherin erweist sich Marie Antoinette allemal. Alle ihre Versuche, den französischen Hof im Sinne ihrer Mutter Maria Theresias zu manipulieren. Und dann noch ihr Bekenntnis gegen die Revolution und ihr, wenn auch dilettantisch missglückter Versuch einer militärischen Verschwörung gegen die neuen französischen Machthaber. Drehen wir das Rad der Zeit noch ein wenig weiter zurück und schauen wir nach Spanien. Mariana de Austria wird ihrem Onkel Philipp im 17. Jahrhundert zur Frau gegeben. Doch als der stirbt, blickt plötzlich alles auf sie. Kann sie in dem fremden, fernen Land die Zügel in der Hand halten, bis ihr minderjähriger Sohn die Nachfolge antritt? Am Königshof von Madrid herrscht eine echte Habsburgerin, Mariana de Austria. Sie ist die einzige Frau, die jemals über Spanien und seine reichen Kolonien regiert hat. Ihr Schaffen ist mit einigen der wichtigsten Ereignisse der europäischen Geschichte verbunden, von denen sie viele direkt beeinflusst hat. Das Jahr 1655 markiert einen Wendepunkt im Streben und Leben von Mariana. Ihr Gemahl Philipp IV. Stirbt und Mariana nimmt eine zentrale Stellung am Königshof in Madrid ein. Sie wird gemäß seinem letzten Willen vormundschaftliche Regentin für ihren erst vierjährigen Sohn Karl. Als Mariana diese Regentschaft antritt, steht Spanien wegen seiner früheren langwierigen Kriege gegen Frankreich, England und die Niederlande politisch und militärisch geschwächt da. Erste politische Erfolge als Herrscherin kann Mariana bereits 18 Monate nach Antritt ihrer Regentschaft verzeichnen. Doch alle hochfliegenden Pläne erübrigen sich, als die Feindschaft zu Frankreich aufbricht. Maria Anna hatte als Regentin natürlich andere Handlungsmöglichkeiten, als wenn sie nur
in Anführungsstrichen nur die Ehefrau des Königs gewesen wäre. Und sie hat an zwei Punkten wirklich wichtige Entscheidungen getroffen, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit dem sogenannten Devolutionskrieg, den Ludwig XIV. Von Frankreich entfacht. Also das ist sein erster, wie es so schön heißt, Raubkrieg gewesen, wo er einfach darauf aus war, eben das Territorium Frankreichs zu erweitern und in diesem Falle eben auf Kosten Spaniens in den Niederlanden. Mariana ist unerbittlich in ihrem Bestreben, ihr Land gegen Ludwig XIV. Zu verteidigen. Sie verhandelt zwischen England, den Vereinigten Provinzen und Schweden und kann so den Devolutionskrieg beenden. Danach ist es wieder ein von Macht besessener Mann, der versucht, sich Mariana in den Weg zu stellen. Don Juan José de Austria, ein außerehelicher Sohn ihres verstorbenen Mannes Philipps IV. Hinter Marianas Rücken manipuliert er seinen Halbbruder Karl II., den zukünftigen König von Spanien. Spanien und Österreich, das war seit der Renaissancezeit eine Machtachse, die Europa und vor allem Frankreich das Fürchten lehrte. Doch die Zeit, in der diese beiden Länder habsburgisch sind, neigt sich dem Ende zu. Hier sind einige Dokumente zu unterzeichnen. Denn ich darf nicht mehr. Die Zentrifugalkräfte nehmen zu und drohen Mariana, das Heft aus der Hand zu reißen. Don Juan intrigiert gegen sie, der spanische Adel begehrt auf und ihr Sohn erreicht den 14. Geburtstag, der das Ende von Marianas Regentschaft markiert. Mariana hat sich in dem Dauerkonflikt mit dem spanischen Adel aufgerieben. Jetzt, als ihr Sohn volljährig ist und sie als Vormund nicht mehr gebraucht wird, zeigen alle Pfeilspitzen in ihre Richtung. Ich glaube, am besten sieht man ihre Position zur Herrschaft und wie sie sich da auch über diese 10 Jahre entwickelt hat als Regentin, sieht man am besten am Ende ihrer Regentschaft, als nämlich ihr Sohn für volljährig erklärt wird. Denkt sie zunächst, es geht alles so weiter wie bisher. Nämlich indem sie die Entscheidungen trifft und ihr Sohn das tut, was sie ihm sagt. Und das endet dann damit, dass Maria Anna für ungefähr 2 Jahre quasi in die Verbannung geschickt wird. Dass also ihr Sohn sich sozusagen von ihr abnabelt, indem er sie einfach wegschickt. Ohne seine Mutter ist König Karl seinem Halbbruder hilflos ausgesetzt. Don Juan José führt die Regierungsgeschäfte im Alleingang. Doch seiner Regierung fehlt es an Erfolg und sein politischer Stern sinkt wieder. Diese Situation nützt Mariana, um wieder auf dem politischen Parkett zu erscheinen. Nach mehr als 2 Jahren Abwesenheit erlaubt ihr Karl die ersehnte Rückkehr nach Madrid. Dort findet Mariana ihre neue Rolle. Einen Schritt hinter ihrem Sohn, dem jetzt amtierenden König. Dabei tritt sie aber nicht vollständig in den Hintergrund. Stattdessen findet sie den richtigen Platz am Hof ihres Sohnes. Sie zieht mit einem vollen, königlichen Haushalt von mehreren hundert Dienern ein und bleibt bis zu ihrem Tod. Mariana stirbt 1696 im Alter von 61 Jahren. 4 Jahre nach ihr stirbt auch ihr Sohn Karl. Da er keinen Erben hinterlässt, erlischt mit ihm die spanische Linie der Habsburger. Schaut man sich den Ehrgeiz, den Zug zur Macht
und das politische Geschick dieser habsburgischen Frauen an, dann stellt man kaum Unterschiede zu den Männern ihrer Zeit fest. Jede dieser ins Ausland verheirateten Töchter stand allein im Wind, wenn es Schwierigkeiten gab. Hilfe aus der Heimat war kaum zu erwarten. Habsburgs Töchter wussten, was sie bei einem Scheitern erwartete. Habsburgs heimliche Herrscherinnen, so lautete der thesenhafte Titel dieser Serie. Historische Erinnerung lebt oft von Verkürzungen, stets zugunsten der Männer. Doch Habsburgs Historie und mit ihr unsere Geschichte wäre ohne diese weibliche Einwirkung definitiv anders verlaufen. Im Guten wie im Schlechten.